Weizen ist die älteste Getreideart, die wir kennen. Die Wildform stammt aus dem vorderen Orient und in Mitteleuropa ist er seit der jüngeren Steinzeit bekannt. Obwohl Weizen an Klima, Boden und Wasserversorgung höhere Ansprüche stellt als andere Getreidearten, ist er heute gemessen an der Anbaufläche weltweit das am meisten geerntete Getreide. Unterscheidungsmerkmal sind die kurzen, bewimperten Blattöhrchen, die den Halm nicht umschließen. Das Blatthäutchen ist mittelgroß und gezähnt. An den Ähren befinden sich, je nach Sorte, keine oder nur kurze Grannen. Die Ähren sind rundlich und aufrecht. Die Körner stehen in der Regel vierzeilig in der Ähre. Mais kann bis zu 3 Meter hoch werden und ist damit die größte Getreideart, die es auf unseren Feldern gibt. An der Sprossachse bilden sich die endständigen Rispen der männlichen Blüten. In den Blattachseln am unteren bis mittleren Bereich des Halmes wachsen 1 bis 3 weibliche Blütenstände. Nach der Befruchtung bilden sich an der Stelle der weiblichen Blüten die Maiskörner. Die Blütezeit reicht von Juli bis September. Die Aussaat der überwiegend zweizeiligen Sommergerste erfolgt Ende Februar bis Anfang April. Sie stellt keine sehr hohen Ansprüche an den Boden und kommt mit vergleichsweise wenig Düngung und Pflanzenschutz aus. In Österreich wird Wintergerste hauptsächlich in Oberösterreich und im gesamten Alpenvorland, aber auch in weiten Gebieten in Ost- und Südösterreich angebaut. Sommergerste findet man vor allem im Wald- und Weinviertel. Die Ernte erfolgt bei Voll- bis Totreife. 2014 wurden in Österreich über 730.000 Tonnen Gerste geerntet. Davon wurden 71% als Tierfutter verwendet, 22% in der Industrie verwertet und nur 0,1% dienten als Nahrung. Roggen wird hauptsächlich als Brotgetreide angebaut. Die Körner sind im Gegensatz zum Weizen jedoch kleberarm. Das Mehl ist dunkler und wird mit Sauerteig zur Vorratshaltung gebacken. Natursauerteig wird nur aus Roggenmehl und Wasser hergestellt. Die Gärung des Sauerteigs wird durch Hefen und Milchsäurebakterien bewirkt, die im Mehl und in der Luft vorkommen. Diese Mikroorganismen wandeln Teile der Mehlsubstanz in Säuren und Kohlendioxid um, was die Teiglockerung bewirkt. Brote aus Roggenmehl trocknen im Vergleich zu solchen aus anderen Mehlsorten langsamer aus und schmecken darum länger frisch. Es gibt in Österreich eine Qualitätshaferproduktion, die in der Lebensmittelindustrie bzw. als Tierfutter Verwendung findet. Hafer beinhaltet durchschnittlich 56% Kohlenhydrate, 12% Eiweiß, 10% Ballaststoffe, 7% Fett und 3% Mineralstoffe. Der Rest ist Wasser. Haferflocken sind grundsätzlich Vollkornkost und enthalten immer die wertvollen Randschichten und den Keimling des Haferkorns. Sehr beliebt ist Hafer im Müsli oder Müsliriegel. Durch seinen hohen Fett- und Eiweißgehalt wirkt er anregend auf den Stoffwechsel des Menschen. Es wird auch Hafermilch hergestellt, die als Kuhmilchersatz verwendet wird. Auch für homöopathische oder medizinische Anwendungen werden verschiedene Extrakte aus dem Hafer gewonnen.